Am Starnberger See in diesem gepflegten Restaurant bekommt Matthias Steiner einen neuen Job und eine neue Brille. Er arbeitet im Service zusammen mit Kollegin Katrin. Schönen guten Tag, herzlich willkommen nochmal. So, danke. Die Karte für Sie, bitteschön, erst die Dame. Die Aufgabe von Katrin und Matthias, die Gäste nur mit Essensempfehlungen zur Verzweiflung zu bringen. So, genau. Ich nehme, weißt du was, ich nehme gebratene Jakobsmuscheln. Da hatte ich eben auch schon dran gedacht. Wir führen Buch bei den Bestellungen. Haben Sie ausgewählt? Mhm. So, bitteschön. Kurz und schmerzlos. Den Tafelspitz einmal und was wolltest du, die gebratenen Jakobsmuscheln? Genau. Tafelspitz und die Jakobsmuscheln? Ja. Kann ich Ihnen nur von abraten? Würde ich nicht nehmen, würde ich Ihnen von abraten. Danke. Ganz ehrlich, von beidem habe ich probiert. Gut. Ja? Danke für den. Schauen Sie bitte mal nach. In dem Fall nehme ich Carpaccio. Das ist sehr gut. Dann nehme ich da bin ich zufrieden. Carpaccio. Oh, du hast hier. Und für den Herrn? Rostbeef gibt's auch. Oder Carpaccio und Rostbeef? Carpaccio und Rostbeef? Ja, genau. Ja. Machen wir einmal Carpaccio. Ja. Das finde ich super. Das schreibe ich gerne auf. Ist doch nett, dass die dir das wenigstens ja, sagt. Sonst wäre die jetzt frustriert. Jetzt ist der Kollege Steiner am Zug. So, grüß Gott. Grüß Gott. Bitteschön. Die Dame, Sie hatten ja den Weißwein. Wunderbar, einmal Riesling, bitteschön. Der Herr, einmal ohne Blei. Nein, nicht leichtes. Leichtes, ja, ist ein leichtes. Ist, ja. Haben Sie schon zu essen bestellt? Ja, ja? Alles schon. Dürfte ich nur neugierigerweise mal nachfragen, was Sie? Carpaccio und Rostbeef. Carpaccio und Rostbeef. Würde ich Ihnen. Also bei den rohen Sachen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Beim Carpaccio bin ich mir nicht so. Also ich nehme die, bitte schön. Ich nehme eine Viertelente. Viertelente? Ja, ja. Einmal Viertelente nehmen Sie und Sie nehmen Tafelspitz. Oder wollen Sie noch überlegen? Ich bring mal das Wasser und Sie überlegen kurz, oder? Danke, ja. Gut. Das ist eine Slapstick-Nummer. Da redet einer den anderen kurz. Die Küche schlägt. Wenn der Koch das hören würde, der kriegt einen Wutanfall. Das kleine Wasser? Ja, das hatte ich vergessen. Kein Problem. Ich habe gehört, Sie haben umbestellt. Er empfahl, dass wir das bitte lieber nicht nehmen wollen. Ich bin ganz einigermaßen verwirrt. Okay, also was haben Sie denn jetzt umbestellt? Jetzt hat er auf Ente umbestellt und ich soll nichts Rohes essen. Aber das Rostbeef haben Sie doch gesagt, ist gut. Ich frage mal ganz. Ich nehme das Rostbeef dann und sonst nehme ich auch die Ente, damit da ist. Sonst soll ich gleich nochmal wiederkommen, dann hake ich da nochmal nach. Also fragen Sie ihn nochmal, sonst nehme ich das. Er hat jetzt auf Ente umbestellt. Warte ganz kurz. Also so ein Chaos. Du kriegst ja gleich einen hysterischen Anhalt. Nein, ich fühle mich unmöglich. Da bleibt man noch locker. Und bestellt ganz locker nochmal um. So. Haben Sie sich jetzt entschieden? Ich habe gehört, Sie müssen ganz entschieden. Nein, wir haben gerne. Also, jeder empfiehlt was anderes. Hier hat man ja narrisch. Du bist doch bei der Ente jetzt. Ich bleib bei der Ente. Die Ente, die ist, ich sag's Ihnen gleich, die ist wunderbar gekocht. Oder gebraten eben, die ist durch. Tafelspitz eben auch, da können Sie nie was falsch machen. Ich finde das auch geschmacklich nicht so toll. Das ist die rohen Sachen. Die arbeiten also schon ein bisschen länger. Ich mag normalerweise hier gerne Rostbeef, aber wenn es nicht toll ist bei Ihnen, dann nehme ich den Tafelspitz. Jetzt entscheiden Sie das mal für mich. Wunderbar. Super. Suchen Sie es jetzt aus. Ich suche es jetzt aus. Ich nehme für Sie die Tafelspitz und für Sie nämlich die Ente. Und dann lassen Sie sich überraschen. Sie haben Sie Meerrettich dabei beim Tafelspitz? Meerrettich? Ja. Ja. Ich schaue mal nach. Ich frage mal. Ja, ist das Leiwand. Entschuldigung, ich muss noch mal die Dame stören. Also jetzt tut mir leid, aber jetzt zweites Tafelspitz ist richtig. Nein, ich habe jetzt. Nein, eine Viertel Ente und ein Tafelspitz. Genau, für Sie war die Ente und für die Dame Tafelspitz. Genau, nicht. Jetzt sagt man mir in der Küche, ich sollte nicht unbedingt den Tafelspitz jetzt verkaufen. Ist denn das Rostbeef? Das kann ich Ihnen empfehlen. Dann nehme ich das. Das Rostbeef und die Ente für den Herrn. Die bleibt. Ich habe. Herbert, das ist eine Glosse jetzt. Ja. Es ist ja unglaublich.
Nee, das habe ich mir im ganzen Leben. Es gibt doch wirklich immer noch mal wieder was, was man neu erlebt. Bei ihr ging es vom Tafelspitz über das Carpaccio zum Roastbeef, zurück zum Tafelspitz, dann wieder zum Roastbeef. Bis jetzt. Liebe Frau, es tut mir furchtbar leid. Ich schäme mich schon fast für das, ja, was ich jetzt sage. Das Roastbeef ist leider Gottes aus. Nee, jetzt wird es langsam. Jetzt kriegen Sie eine Blosse. Also, die Stellung haben wir schon aufgenommen, die Küche weitergegeben. Aber bleiben Sie doch sitzen, es ist aus, wir können ja trotzdem den ja, ich kann leider Gottes nicht mehr so mitlachen, mir tut es leid, ich stehe hier als Kellner vorne und in der Küche machen Sie, was Sie wollen. Es ist leider Gottes aus, das haben Sie mir zu spät gesagt. Soll ich Ihnen nochmal die Karte bringen? Dann wissen Sie was, bringen Sie mir die Ente. Deswegen. Auch die Ente? Es ist das Gleiche? Ja. Gut, wunderbar, dann nehme ich das so auf und entschuldigen nochmal, tut mir furchtbar leid. Einmal die Ente. Ja, hier. Jetzt kommt Spannung auf. So, bitteschön. Am Nebentisch wird die Ente serviert. Wir alle wissen das wirklich. Warum? Passt das nicht? Ja. Probieren Sie bitte selber, der ist zäh wie Schuhleder. Schmeckt es Ihnen? So ein zähen Vogel. Ja. Also, dann geben Sie es mir bitte. Das war jetzt nicht so lustig. Was habe ich gesagt? Kein Mensch. Ja, ist richtig. Die Ente? Ja, Roastbeef ist aus, mir bleibt nichts mehr. Ich habe dir nur gesagt, ich wollte es sagen. Ja, es wird nur, ich dazu was erzählt, aber das habe ich auch gar nicht. Also die Ente, ungenießbar. Ich habe so einen Slapstick in einem Restaurant, mit dem, was vorher hier ablief, noch nie im ganzen Leben erlebt. Die Ente. Entschuldigung. Sag's Ihnen, meine Empfehlung war's nicht. Ja, das andere ist dann aus und der andere sagt, das kann ich auch nicht empfehlen. Ich kenne den Koch und ich wollte es Ihnen nur gesagt haben, okay? So, dann geht sie auch wieder zurück. Wissen Sie was, ich gehe dann los und nehme mir ein bisschen Käse mit. Ja, ja. Einmal probieren und dann geht er. Ich sehe es schon. Oh nee. Die beiden sind der lebende Beweis, dass man auch ein gutes Essen schlecht reden kann. Sollte es besser sein? Nee, dafür ist es lauwarm und keine Kruste. Ein aufgewärmter, zäher Vogel. Ich war jetzt dreimal hier. Ach so. Das einzige, erste und letzte Mal. Grüß Gott. Alexander, ja. Meyer, bin der Chefkoch da. Ja, das ist... Ist das Essen recht? Toller. Nein. Wieso, was? Nein, es Nein, schmeckt was katastrophal. Es ist ganz einfach. Jeder empfiehlt hier etwas anderes und sagt, nehmen Sie das lieber aus der Küche. Von den Kellnern, doch? Ja, zum Beispiel, darf ich ausreden? Und die schmeckt auch gerne meine Karte. Aber was passt denn nicht? Ja, Zeh, lauwarm, Kruste, aufgewärmt. Keine Kruste, Zeh, lauwarm. Also Kruste sehe ich doch, aber ich kann ja gar nicht dafür für meine Kollegen. Sie, ist das eine Kruste? Ist das eine Kruste? Das ist Bab. Das ist zwar Essen ist das mit Vergnügen aber selbst. Das ist keine Kruste, das ist nicht Resch. Baldisch, ich nehme es nicht. Nein. Nee, ich lasse es zurückgehen, ich möchte das nicht haben. Heißt das, Sie empfehlen uns jetzt nicht weiter? Toten sicher nicht. Wissen Sie, was ich jetzt gerne hätte? Einfach die kleine französische Käseplatte, die kann ich mir dann noch mitnehmen. Also wenn Ihnen die Ente nicht schmeckt, dann würde ich nicht. Nein, dann wird aber die Käseplatte auch gelassen, weil der Käse liegt schon ein bisschen länger bei uns. Also nicht nur der Spielen wir jetzt eigentlich, kommen Sie. Jetzt verstehen Sie Spaß. Willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Die ARD-Leute, die Kampfer, die Kampfer, die Kampfer, die Kampfer. Ja, willkommen. Mit Matthias Steiner und mit Alexander Meyer. Ich bin einmal hier.